Hallo, liebe Zuschauer, und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Assassin's Creed. Hey, wake up! Nein. Zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Valhalla und ich wurde gerade im Teamspeak angestupst. Ja, Moment mal kurz, ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Bis gleich. Super Anfang hier. So, Leute, da bin ich wieder. Musst du das mal ganz kurz klären. So, ja, wir sind in Tonnas Lager und ich musste mir jetzt mal Hilfe holen, weil ich hatte wirklich gar keinen Plan, wo zum Teufel dieser Hinweis ist, den wir gesucht haben. Habe mir professionelle Hilfe geholt. Aha, ja, genau. Und hier sind wir jetzt in so einem Haus von Tonna selber und hier ist nämlich unten eine Falltür. Kurz zur Orientierung, wir sind praktisch hier. Also hier ist das Langhaus, hier hinten, das sieht man gerade super, toll. Hier ist das Langhaus und dann ist hier vorne Tonnas Haus selber. Und hier ist unten so ein Ding, was man aufmachen kann. Und dann gehen wir jetzt mal schnurstracks so runter. Mal sehen, was du zu verbergen hast, Tonna. Ja, genau. König Burgräts Angebot an diejenige namens Tonna. Moment. So. Dir wird aufgefallen sein, dass beträchtlich viel Silber zu deinem Lager gesendet wurde. König Burgred will dich um eine kleine Gefälligkeit bitten, nämlich um deine Augen und Ohren in Cheopedun. Achte vor allem darauf, ob Legrakester oder Tempelbuch erwähnt werden. Sollten diese Orte je Teil der Pläne der Ragnarssons werden, lenke sie davon ab und erstatte der Krone sofort Bericht. Wenn du dies für den König tust, werden deine Truhen nur so überquellen. Gezeichnet ein edler Diener des Königs von Mercia. Das könnte ein Anhaltspunkt sein. Anscheinend hat Burgred Tonna bezahlt, um die Ragnarssons von zwei Gebieten fernzuhalten. Mhm. Möglicherweise Burgreds Geheimverstecke. In einem davon könnte er sein. Das hast du nun von deiner Habgier, Tonna. Gut. Zurück zu den Brüdern. Okay, damit haben wir jetzt den Hinweis, den wir haben wollten und können jetzt zurück zu Sigurd und den Brüdern. So, natürlich jetzt hier mit äußerster Vorsicht. Oh. Mit äußerster Vorsicht hier rausgehen, wollte ich gerade sagen. Locken wir die mal hier rein. Upsala. Ey, ne, ich muss auch mal erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ist das schon ewig her, seit ich hier das letzte Mal was gemacht habe. So. Mit unserem Gifthammer haben wir den ganzen erledigt. Haben wir den Typ erledigt. Gibt auch mittlerweile auch neue Rüstungssets und so weiter. Aber das ist alles kostenpflichtig. Habe ich nicht. Beziehungsweise kaufe ich mir jetzt nicht nochmal eins. Jo. Okay. Jo, erstmal raus hier, würde ich sagen. Wo wir jetzt rausgehen, ist ja im Prinzip egal. Wir springen mal hier über die Barrikade. So. Und damit sind wir eigentlich relativ safe wieder und können mal hier runtergehen. Okay, wo ist das Reittier? Und los geht's. Ja, sehr schön. Damit haben wir es doch noch geschafft im Tonnas Lager. Ich hatte jetzt nämlich auch keine Lust mehr, hier jetzt die ganze Folge in dem Lager zu verbringen. Deswegen einfach mal kurz Hilfe geholt und jetzt sind wir hier fertig. Wie konnte man nochmal absteigen? Ah, jetzt. So, Hallöchen. Eivor, hast du etwas herausgefunden? Legrakester und Tempelbuch. Was wissen wir über diese Orte? Legrakester ist ein großes Dorf. Und Tempelbuch ist eine alte Festung. Das ist auch schon alles. Burgred könnte sich an einem dieser Orte verstecken. Suchen wir da, so schnell wie möglich. Und was machen wir mit Tonna? Ich verwette meinen Sackschweiß darauf, dass sie Burgred schreibt, um ihn im Austausch gegen Silber vor uns zu warnen. Der werdet ihr nicht mehr begegnen. Es sei denn, ihr wollt auch nach Helheim. Mein Silber, wenn ich bitten darf. Ah, der kommt ganz nach mir, Bruder. Wir sollten jetzt aufbrechen. Ich kann mir die Feste von Tempelburg vornehmen. Ich werde dir folgen, Sigurd. Dann bleibt mir nur Legrakester. Ich bin sicher einsam ohne euch. Nimm dir jemanden mit. Vielleicht wagt Eivor es ja, dir Freundschaft zu schenken. Geht schon vor.
Ich werde euch bald einholen. So, ja. Scheinbar habe ich Tonna aus Versehen auf dem Weg, also wirklich aus Versehen, umgebracht. Jo, die ist mir, glaube ich, irgendwo mal in die Klinge reingelaufen. Naja. So, mehrere Quests angenommen. Dann gucken wir jetzt gleich mal. Was wir denn jetzt hier haben. So, wir haben Legacaster Schier. Gerüchte über Legacaster und die Mauern von Tempelbuch. Sigurd und Oba. Oder wir gehen zu Iva. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Iva. Ich finde Iva irgendwie cool. Also, auf geht's. Wo geht's denn da jetzt lang? Ach du Schande. Finde Iva und sprich mit ihm. Hilfe. Simulation verlassen? Nein. So, da haben wir die Karte. Und zwar ist das hier hinten, ne? Ach du liebe Güte. Da gehen wir mal hier zu dem kleinen Ankerpunkt hier sozusagen. Und dann wird uns unser Pferd mal dahin geleiten. So, die Verkleidung kannst du mal abnehmen. So. Und dann Reittier rufen. Es gibt ja mittlerweile auch coole neue Reittiere. Es gibt unter anderem im Shop so einen, ja, so einen Hirsch. Der sieht auch sehr cool aus. Und natürlich gibt es auch Wölfe, auf denen man reiten kann. Aber da haben wir noch keine. Bekommen wir aber bestimmt sicher noch. Wir sind ja dann eigentlich doch noch relativ am Anfang vom Spiel. Ja, unregelmäßige Aufnahmezeiten. So muss das. Nein, das geht jetzt hier hoffentlich ein bisschen regulärer weiter. Huch. Das war denn jetzt dem seine Mission, hat sich uns einfach in den Weg gestellt. Wir müssen dann nochmal kurz einen kleinen Fluss passieren, bevor wir wirklich in Legacaster ankommen. Aber das ist kein Problem. Bist du besoffen oder was, ey, boah? Läuft hier irgendwelche Zickzack-Linien? Was soll das denn? Nicht so viel Met trinken, danke. Aber wunderschöne Umgebung mal wieder. Sehr, sehr schön. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, mein Freund. Der hat irgendeine Quest oder so, aber gut, das ist jetzt erstmal egal. Ach nee, hier gibt es sogar eine Brücke. Wir müssen gar nicht die, die Fluss passieren. So, Legacaster. Hold on. Ja. Das hat traumhaft funktioniert. Bisschen zu sehr mit dem Pferd da reingeritten. Wir gehen nochmal kurz raus. So. Wir waren nie hier. Wir waren nie hier. So, Verkleidung. So, und irgendwo hier unten, ne? Befindet sich Iva. Was siehst du da oben, Sönin? Ist der hier oben? Ja, der ist hier oben. Hallo. Okay. Dann wissen wir Bescheid, wo wir hin müssen. Nämlich da hinten hin. Auf diesen Turm drauf. So, vorsichtig, dass wir nicht entdeckt werden. Aber wir klettern da jetzt einfach mal ganz behende nach oben. So, jawohl. Und da steht er auch. Hallo, mein Freund. Gerade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wieselburggerät ist hier, ganz sicher.
Das Badehaus und die Kirche, siehst du? Ich lasse sie von einem Späher prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uba und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burkrat hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Er ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burkhard uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe rein. Okay. Also, kleine Planänderung. Suche in Legacaster nach Hinweisen zu König Burkrets Verbleib. So, Verkleidung mal wieder aufziehen hier, bevor wir hier noch entdeckt werden. Und dann durchsuchen wir mal das alte Badehaus und dann die Kirche. Wir sind gar nicht da, wir sind gar nicht auffällig. Beachtet uns gar nicht. Das muss das Badehaus sein. Irgendwie muss ich da rein. Oh, da sind natürlich Wachen oben drauf. Perfekt. Hey, aber du entkommst nicht, du räudiger Köter! Ja, gut, dann kämpfen wir eben. Na, mein Freund? Okay, das war jetzt gerade ein bisschen selten dämlich. Und falschen Knopf gedrückt. Ja, in die Steuerung muss ich natürlich wieder reinkommen. Aber das kann man ja üben. Sehr gut, den Schild weggeschlagen und dann drauf da. So. Gar nicht auffällig, wir sitzen hier vor unseren Füßen, drei Leichen, da wo das Blut noch rausströmt, ja. Aber nein, wir sind gar nicht schuldig. Ach nee, hier ist das Badehaus, ups. Nee, hier ist die Kirche. Achso, ich bin auch blind. So, irgendwie müssen wir hier... Hallo auch. Der Move war ein bisschen sehr akrobatisch. Hätte es auch nicht sein müssen, Eivor. Ach, einfach mal ein bisschen hier die Leute erledigen. Die haben eigentlich sowieso gerade nichts zu melden. Wow. Hoho. Dem Pfeil zerschlagen. Sehr gut. Leder und Eisenerz, sehr schön. So, was gibt's jetzt hier zu holen? Größere Mahlzeitenbeutel können wir machen. Okay. Da oben ist was, beziehungsweise hier in dem Raum ist was. Das sind jede Menge Vorräte, die sie hier verstecken. Ja, da plündern wir doch gleich mal ein bisschen was von. Nur her damit. So, irgendwie muss es hier was geben. Hier oben nämlich. Okay, wie kommen wir da hoch? Hier scheint ein guter Anhaltspunkt zu sein. Ah ja. Okay, ich habe von irgendwem einen Schlüssel. Hä, was macht der denn hier?
Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich suche nach Burgred. Du bist Ivars Späher. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legarkester. Woher willst du das wissen? Leofrid kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva, los, bringen wir dich schnell hier raus. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Na, klasse. Ja, so war das natürlich nicht geplant. Ich töte dich. Hallo, Cheowulf. Cheowulf, sag ich schon. Cheobert, wir müssen hier gerade mal noch ganz kurz uns um eine kleine, aber feine Unterbrechung kümmern. Der läuft einfach weiter. Ja. Iva räumt auf. An meiner Seite. Was? Was sollst du tun? Kämpfe, los, kämpfe! Ja, der kann aber nicht kämpfen, ist das Problem. Zumindest kriegt das nicht hin. Ach du liebe Güte, was macht der denn da hinten? Töte die Soldaten auf dem Markt. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, Iva hat ordentlich vorgelegt. Wow. Nichts mehr, um mich zu heilen, das ist auch klar. Ach, da, Nahrung. Ah. Gut, dass wir hier auf einem Markt sind. Da können wir ja einiges mitnehmen. Wow. Ah. So, sehr gut. Ja, brenn du mal nieder. So. Bist du verletzt? Sag was. Ich glaube nicht. Mein Gott, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Iva? Chilbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Iva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Mercias Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Cheopedon und bleib dort, bis wir dich rufen. Gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgreds Frau Ettlesweet ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Okay. Nehmt alles! Zwei Fertigkeitspunkte. Ja, da können wir doch erstmal hier ein bisschen gucken, was wir noch so Schönes machen können. So, Fertigkeiten. Haben wir nochmal zwei Punkte. Wo investieren wir die rein, ist die Frage. Notfall zielen. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um auf einen Gegner zu zielen, der dich entdeckt hat. So kannst du ihn töten und entdeckt bleiben. Und nehmen wir auf jeden Fall mit. Hört sich gut an. Und dann noch ein bisschen Gesundheit. Warum nicht? Und hier ist auch ein neuer Weg frei geworden. Sehr schön. So, was sagt denn das Inventar? Ja, so einiges. Hier können wir nämlich ein bisschen was aufwerten. Erstmal Mahlzeiten können wir verbessern. Ja, jetzt können wir auch nichts mehr aufwerten. Runen, du liebe Zeit, was habe ich denn hier alles? Okay, Eisenstern. Bayeks Montur. Achso, das haben wir von, ja. Das ist so ein Spezialding, ich weiß gerade nicht, wo ich es her habe. Okay, das war's aber an sich auch. Okay, dann
holen wir uns mal noch diese Rüstung da und dann beenden wir die Folge an der Stelle. Sollen die Leute sehen, was für ein Blutbad ihr Königreich erwartet? Ja, Iva natürlich. Nicht lange nachdenken, einfach rein da und alles wegmetzeln. So ist er halt. Diesen Wachen entgeht nichts. So, hier unten ist das Rüstungsteil. Fragt man sich natürlich, wie wir da hinkommen. Könnte sein, dass hier in diesem Gebäude was ist. Wir gucken da einfach mal rein. Kann ich das aufschließen? Ach so, ist gar nicht verschlossen. So, sind hier irgendwelche Wachen? Nee. Tatsächlich sogar nichts. Was erstaunlich ist. Ah ja, hier geht's nach unten. Und eine Menge Ratten sind hier. So, da ist die Kiste. Sehr schön. Scuddys Zorn. Ein neuer Bogen. Sehr schön. Verschiedene Bogentypen. Es gibt unterschiedliche Arten von Bögen, die über eigene Funktionen und hast du nicht mehr gelesen gekonnt, getun. Wunderschön. Hä? Hier ist ein... Ach, guck mal, hier ist sogar ein Punkt, wo wir synchronisieren können. Dann würde ich mal vorschlagen, klettern wir nochmal hier außen an der Fassade nach oben. Um hier den Ort noch zu entdecken. Und ein bisschen von der Karte vor allem aufzudecken. Warum das Fenster da gerade so rumgebackt hat, weiß ich auch nicht. So. Näh. Und da sind wir auch gleich ganz oben. Wunderschöner Sternenhimmel. So, synchronisieren. Synchronisierung abgeschlossen. Legerkästerschier. Sehr, sehr schön. Okay, Leute, dann würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge mit der Story weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.